Audio Now. 11 Leben. Die Welt von Uli Hoeneß. Ich kann mich an das Endspiel noch erinnern, 74, wo er ja mit Fieber ins Spiel ging, was ja eigentlich nicht das Fairste war. Das ist aber so ein typischer Hoeneß gewesen. Sein Ehrgeiz, der war, ist halt nicht zu zügeln. Ich habe es gar nicht fassen können, weil das ist ja so schnell gegangen. Wir sind dann gar nicht richtig gesitzt auf der Gegentribüne. Und der erste Angriff und 11 Meter, wir waren richtig geschockt, muss ich sagen. Wir wussten eigentlich dann, zweites Spiel, das spricht für uns. Weil die waren so deprimiert. Die haben die Einrichtung im Heißelstadion, da die Haken, wo man die Kleider hinhängt, von der Wand gerissen, die Bänke zertrümmert. In der Kabine? Ja. Die waren aufgelöst. Hallo, herzlich willkommen zurück zu 11 Leben, dem Podcast, in dem ich, Max Jakob Ost, dem Leben von Uli Hoeneß nachspüre. Und heute wird einer von uns beiden Weltmeister. Ich will jetzt aber nicht spoilern, wer. Los geht's. In der letzten Folge haben wir uns hier mit Wurzeln befasst. Denen von Uli Hoeneß in Ulm und denen von diesem Podcast. Wenn ihr diese erste Folge noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, mit ihr zu starten. Am besten hört sich dieser Podcast von vorne nach hinten. Inzwischen sind wir im Jahr 1970 angekommen und ab jetzt befinden wir uns gemeinsam mit Uli Hoeneß fast ausschließlich in München. Hierher ist er von Ulm aus gekommen, mit 50 Mark von seiner Mutter und vielen ehrgeizigen Zielen in der Tasche. Sein Leben in München beginnt aber anders als geplant. Weil er mit seinem baden-württembergischen Abitur den NC für das Fach BWL nicht schafft, schreibt er sich an der Uni München für Anglistik und Geschichte auf Lehramt ein. Immerhin muss er nicht allein in der neuen Stadt leben. Hoeneß gründet mit Paul Breitner eine WG, in der Feldbergstraße 60 übrigens. Damals veröffentlichte der Kicker noch die Adressen von Spielern und Trainern. Ist doch schon eine Weile her. Was auch ein anderes Erlebnis illustriert. Mitten in den Saisonstart hinein platzt die Einberufung von WG-Partner Breitner zum Wehrdienst. Der hat darauf so gar keine Lust und versteckt sich 11 Tage vor den Feldjägern. Uli Hoeneß erzählt ihnen oben Geschichten darüber, wo Breitner gerade sei, und der Gesuchte sitzt unten im Kohlenkeller. Erst als Bayern-Präsident Wilhelm Neudecker einschreitet, gibt Breitner nach und rückt ein. Neudecker hatte Angst davor, dass die Bundeswehr Breitner direkt beim Training abfängt. Uli Hoeneß hat sich übrigens vom Wehrdienst befreien lassen. Er habe Schmerzen im Knie und das Tragen eines Helms verursache bei ihm Kopfschmerzen. Aber gut, wir wollen hier über Fußball reden. Wie kommt Uli Hoeneß denn an in der Mannschaft des FC Bayern? Ich treffe mich mit Franz Roth, der von allen nur Bulle genannt wird und sich so auch vorstellt. Ja gut, mein Name ist Franz Roth, genannt der Bulle. Habt ihr es auch gehört? Nicht nur Franz Beckenbauer beginnt seine Sätze gerne mit "Ja gut, Aber Bulle Roth hat halt auch schon mit dem ganz jungen Beckenbauer zusammengespielt, vielleicht färbt das ab. Sie beide gehören zu der Spielergeneration bei Bayern, die die ersten Titel gewonnen hat. Einmal Deutscher Meister, zweimal den DFB-Pokal und 1967 den Europapokal der Pokalsieger, wo im Finale der Bulle höchstpersönlich das entscheidende Tor geschossen hatte. Wurde übrigens so eine Art Signature-Move von ihm in europäischen Finalspielen. Das ist also der FC Bayern, zu dem Uli Hoeneß kam. Der Stamm war damals komplett. Wir waren 4 Jahre immer die gleichen. Es hat sich dann erst verändert, wo Udo Lattek kam mit den beiden Uli Hoeneß und Paul Breitner. Der Stamm, das waren Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Katsche Schwarzenbeck, Gerd Müller und eben Bulle Roth. Man muss jetzt echt kein krasser Fußball-Nerd sein, um zu wissen, das waren jetzt nicht die unbekanntesten Spieler in Deutschland. Wie war das also, als dann ein pfeilschneller Jungspund aus Ulm dazu kam? Der Uli wusste, was er wollte, das war natürlich klar. Aber wir waren ja damals schon 5 erfahrene Spieler, die 5 Jahre oder 6 Jahre beim FC Bayern waren. Und dann mussten sie sich schon ein bisschen unterordnen, ne? Weil das war ja damals also nicht der Trainer hat so ein bisschen das bestimmt, sondern die alten Spieler haben das so ein bisschen in die Hand genommen, ne? Im Training einmal. Wenn sie dann meinten, Uli und Paul, wir sind eigentlich besser wie ihr da alle zusammen, ne? Hat es halt im Training ein bisschen, wurde ein bisschen strenger im Training. Hoeneß und Breitner sind zwar nicht die einzigen jungen Neuzugänge bei den Bayern damals, aber mit Abstand die jüngsten. Und sie kommen ohne Probetraining, was für unerfahrene Spieler noch unüblich ist. Hilft halt, ein enges Band zum Trainer zu haben, und der ist ja auch neu. Mit dem erst 35 Jahre alten Lattek hält auch ein moderneres Training beim FC Bayern Einzug. Es geht zwar mehr um den Ball, aber Lattek weiß auch, was es für eine lange Saison mit zig Spielen braucht. Kondition.
Und wir wissen ja schon von dem waldlaufenden Ulmer Uli Hoeneß, das hat er drauf. Der Kicker reibt sich in einem Bericht aus dem Trainingslager der Bayern verwundert die Augen. Überraschend, wie die Spieler, die im Vorjahr noch in der DFB-Jugendauswahl kickten, die Strapazen überstanden. Hoeneß und Breitner hielten mit, als hätten sie schon immer unter Profibedingungen trainiert. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Uli Hoeneß schon in seinen ersten Wochen bei Bayern nicht nur mit Kondition, sondern auch flotten Sprüchen auffällt. Als er in einem Vorbereitungsspiel eher so mittelgut spielt, begründet er das mit der ungewohnten Position, die er spielen musste, weil der erfahrene Bundesligaspieler Erich Maas laut Hoeneß einen Dämpfer bekommen sollte. Über den besten Stürmer Deutschlands, Gerd Müller, sagte nach einem Spiel, der Gerd habe ganz ordentlich gespielt. Und auch für den unumstrittenen Star Franz Beckenbauer hatte er eine verbale Postkarte dabei. Der Franz Beckenbauer sei schon ein Garant dafür, dass es im Training nicht zu hart zur Sache gehe. Schöne Grüße, dein Uli. Ich bin übrigens der Neue vom Amateurverein aus Ulm. Ich hätte da schon gerne mal Mäuschen gespielt, was in der Kabine beim FC Bayern so gesprochen wurde, wenn Uli Hoeneß und Paul Breitner mal nicht dabei waren. Die anderen konnten ja damals nicht ahnen, wer da aus Ulm in ihre Reihen kommt. Wahrscheinlich war einer der ganz wenigen, der das abschätzen konnte, Peter Bitze. Ihr erinnert euch, das ist der Sportjournalist, der schon in Ulm mit Uli Hoeneß zu tun hatte und später nach München gewechselt ist. Er beschreibt mir zwei Eigenschaften, die für ihn den jungen Hoeneß damals ausgemacht haben. Dieser Ehrgeiz. Auch diese Humorlosigkeit ist ja kein sehr, vor allem jemand, der sich nicht selbst mal auf den Arm nehmen kann. Da war er auch eher ein Außenseiter eigentlich. Nicht so wohl gelitten. Das ist klar, wenn ich so als junger Spund aus Ulm so ein Mannschaftsgewüge komme und da schon Ansprüche stelle, da kommt schon Gegenwind. Das ist klar. Gegenwind gibt es reichlich. Irgendwann ist das dann auch nicht mehr im Training zu regeln, wie Bulle Roth es beschrieben hat. Manager Schwan und Trainer Udo Lattek berufen eine Aussprache mit der ganzen Mannschaft ein. Alles kommt auf den Tisch. Und danach klingen die Aussagen von Uli Hoeneß demütiger. Er habe es sich damals abgewöhnt, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, schreibt er später zum Beispiel. Und er weiß auch, bei wem er sich zu bedanken hat, dass das Abenteuer FC Bayern nicht schon scheitert, bevor es richtig begonnen hat. Ohne Udo Lattek wäre ich vor die Hunde gegangen, sagt er rückblickend. Lattek, Breitner und Hoeneß, die drei also, die in den Jugendmannschaften des DFB zueinander gefunden haben, gegenseitig ermöglichen sie sich auch den Erfolg beim FC Bayern. Der Paul und der Uli, die hatten natürlich die Unterstützung von Udo Lattek. Und das ist natürlich ganz wichtig. Da muss man eine Aussprache halten und dann war er voll integriert und war einer der besten Stürmer in Deutschland oder Europa. Ich bin noch nicht weit in meiner Recherche zu diesem Podcast gekommen, da werde ich von ihrem Ausmaß schier erschlagen. Die Idee, das Leben von Uli Hoeneß nachzuerzählen und einzuordnen, hatte ich spontan. Kurz dahingesagt hört sich das machbar an, aber schon nach kurzer Zeit türmt sich dieses Leben wie ein riesiger Berg vor mir auf. Biografien, Interviews, Dokumentationen, Online-Artikel, YouTube-Filmchen, die Masse an Material zu seiner Person scheint unbezwingbar. Anfangs hatte ich die Biografien und sonstigen Bücher zu Hoeneß in eine ungenutzte Kiste geschmissen, ungefähr so groß wie ein Getränkekasten. Das sollte meine Hoeneß-Box werden. Ich nehme die Bücher heraus, staple sie auf meinem Schreibtisch und schicke Ruben, der das Format produzieren und präsentieren will, ein Foto davon. Alle paar Tage wandert ein Buch vom Stapel in die Kiste. Das heißt, dass ich es gelesen habe. Zwei Dinge passieren jetzt gleichzeitig. Für jedes gelesene Buch entdecke ich drei neue, die ich eigentlich lesen müsste. Zur Geschichte des FC Bayern, zur Entwicklung der Bundesliga, zur Rolle des Fußballs in der Gesellschaft. Und anstatt den Inhalt des Podcasts klarer zu sehen, habe ich immer weniger Ahnung davon, wie ich das eigentlich anstellen will, die Welt des Uli Hoeneß zu verstehen. Ich bin eh schon jemand, der sich viel stresst. Sich dann ein Thema zu suchen, an dem sich schon so viele abgearbeitet haben, ist da echt die dümmste Idee. Denn ich will da nicht nur mithalten, sondern meine eigene Perspektive ergänzen. Aber kann ich das denn überhaupt? Nach den ersten paar Wochen ist die Kiste mit gelesenen Büchern voll, aber in meinem Kopf herrscht das blanke Chaos. Ich kann nachts nicht einschlafen, weil ich in Gedanken die Interviewanfrage an Hoeneß formuliere. Ich wache mit einer Idee oder einem Gedanken zum Projekt auf und finde dann nicht mehr zurück in den Schlaf, weil ich nicht mehr drauf komme, was der Gedanke oder die Idee war. Alles ist durcheinander. Und die Geheimhaltung des Projekts macht mich wahnsinnig. Wenn Freunde mich fragen, warum ich gerade so krass müde aussehe, dann erzähle ich immer von so einem Projekt.
Es gibt nur eine Handvoll Menschen, die wissen, dass ich etwas zu Uli Hoeneß machen möchte. An einem kalten Novemberabend stehe ich mit meinem Freund Oliver vor einer Fußballkneipe und wir warten auf den Dritten in unserer Runde. Olli weiß vom Projekt, er war früher auch mal im Sportjournalismus und hat die Fähigkeit, immer alles logisch zu sehen. Er hat mir noch nie eine Sache gesagt, die nicht absolut astrein hergeleitet war. Und im Grunde eigentlich auch noch nie etwas, das sich als falsch herausgestellt hat. Bei ihm kotze ich mich aus, erzähle von den Nächten mit zu wenig Schlaf, vor der Angst, mit dem Projekt so richtig für alle öffentlich sichtbar auf die Fresse zu fallen, damit alles kaputt zu machen, was ich mir so mühsam aufgebaut habe, von Leuten verrissen zu werden, bei denen ich weiß, die mögen mich nicht und warten nur auf die Gelegenheit. Oliver hört sich das alles an, die Hände in den Jackentaschen und das Kinn so weit wie möglich unter der Jacke, es ist echt saukalt. Und dann sagt er wieder so einen Olli-Satz, bei dem ich erst gegenargumentieren will, aber im Grunde schon weiß, dass er recht hat. Max, sagt er, dann machst du den Uli-Podcast halt nicht. Und findest als nächstes heraus, warum dich sowas so stressen kann. Wenn auch Uli Hoeneß mal Zweifel gehabt hat, dann sind sie mit der Rückrunde der Saison 70-71 verschwunden. Anfang des Jahres bewertet der Kicker alle Transfers der Bundesligisten, sortiert aber sowohl Breitner als auch Hoeneß in der Spalte noch kein endgültiges Urteil ein. Immerhin nicht als Fehleinkauf. Fast auf den Tag genau 2 Monate später blickt ein Uli Hoeneß vom Titel des Kickers an. Überschrift: Bayerns bester Kauf, der Aufstieg des Uli Hoeneß. Auf diese Zeit datiert auch sein erster Auftritt im aktuellen Sportstudio. Moderator ist Dieter Kürten. Mein Kollege hier nebenan, möchte ich mal sagen, ist Uli Hoeneß, Olympianationalspieler, kann man das so sagen? Ja. Lange Jahre Jugendnationalspieler und im Moment einer der erfolgreichsten und ich möchte mal sagen der stärksten Spieler bei Bayern München. Es geht jetzt also schnell. Hoeneß schießt einige Tore und beeindruckt vor allem mit seiner Physis. Die wird auch gebraucht, weil dem FC Bayern in der Schlussphase der Saison immer mehr Spieler ausfallen. Mit 7:0 besiegen die Bayern den 1. FC Köln, der erst im Halbfinale an Juventus Turin im Messestadtpokal, vergleichbar zum UEFA Cup, gescheitert ist. Zur Meisterschaft reicht es aber nicht. Am allerletzten Spieltag verliert Bayern in Duisburg, während die punktgleichen Gladbacher ihr Spiel gewinnen. Aber immerhin, nach einem erneuten Sieg gegen den 1. FC Köln, kann Hoeneß im DFB-Pokal seinen ersten Titel mit dem FC Bayern feiern. Hoeneß. Uli Hoeneß. Mit 19 Jahren der jüngste Spieler auf dem Platz. Ausdauer ist damals einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg eines Fußballspielers. Denn die Spielbelastung war wesentlich höher als heute. Freundschaftsspiele, auch im laufenden Ligabetrieb, waren als wichtige Einnahmequelle für die Vereine unverzichtbar. Wenn der FC Bayern im Westen Deutschlands ein Auswärtsspiel hatte, dann hängte er gern ein Freundschaftsspiel vor Ort am nächsten Tag direkt dran. In einer Saisonvorbereitung startete der Verein mal mit 6 Freundschaftsspielen an 6 aufeinanderfolgenden Tagen, für die man 7000 Kilometer zurücklegte. Warum man das machte? Die Bundesligisten lockten für ihre Testspielgegner Zuschauer ins Stadion, wofür sie bezahlt wurden. Ein gutes Geschäft für beide Seiten. Und im Winter, wenn in Deutschland die Plätze unbespielbar waren, flogen die Vereine durch alle Welt. Bayern spielte in der Winterpause der Saison 70-71 in Argentinien, Mexiko und Peru, Hannover 96 in Spanien, der 1. FC Köln in Peru und Brasilien, Borussia Dortmund in Israel und. Eine meiner Lieblingsstellen aus einem Kicker dieser Zeit ist der wunderbare Satz: Im 4. Spiel ihrer Tournee durch die Karibische See gewann die Bundesliga 11 von Rot-Weiß Oberhausen in Bridgetown, Barbados gegen die Nationalvertretung von Barbados klar mit 5:1 Toren. Das waren komplett andere Zeiten mit manchmal über 100 Spielen für die Profis, die ja angeblich noch keine Profis waren. Und mit jeder Menge englischen Wochen, weil im Winter ausgefallene Spiele im Frühjahr bei besserem Wetter nachgeholt werden mussten. Bundesligaspieler mussten also extrem fit und ehrgeizig sein, um sich in jedem Spiel neu motivieren zu können. Wie gemalt für einen Spielertyp wie Uli Hoeneß. Aber so finanzierten sich nun mal Bundesliga-Vereine. Die großen Säulen waren Geld aus Fernsehübertragungen, das für alle damals noch gleich hoch war, Zuschauereinnahmen und Testspiele. Und letztere hatten eine praktische Besonderheit. Niemand konnte genau sagen, wie viel Geld die Vereine damit machten. Oft wurde vor Ort in bar bezahlt und nicht alles kam auf den Konten der Vereine an. Das Geld wanderte oft direkt in die Taschen der Spieler. Bayerns Manager Robert Schwan soll manchmal noch im Flugzeug Umschläge mit Bargeld verteilt haben. Den Zoll mussten die Bayern nicht fürchten. Bei Auslandsreisen war meist ein Staatssekretär aus dem Innenministerium mit dabei. Der soll einmal sogar gesagt haben: Ich bin der Staatssekretär Kiesel und das ist der FC Bayern, also lasst uns durchgehen.
Auch Zwischenstopps in der Schweiz soll es auf der Rückreise von Auslandstouren gegeben haben. Franz Beckenbauer nannte das in einer seiner Biografien ganz offen Schwarzgeldtouren um die halbe Welt. Und die hatten zum Teil heute unvorstellbare Konsequenzen. Als Bayern am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielt, sitzt Top-Torjäger Gerd Müller auf der Tribüne. Der Grund? Angeblich soll er in der Winterpause in einem Testspiel in Peru eine rote Karte gesehen haben und der DFB konnte Spieler damals noch nach Belieben sperren. Nachdem der Verband über 4 Monate lang versucht, einen Augenzeugenbericht von vor Ort aufzutreiben, sperrte Müller für 8 Wochen. Und der fehlt im wichtigsten Ligaspiel der Saison. Übrigens, im DFB-Pokalfinale durfte Gerd Müller dann wieder spielen. Er drohte damit aus der Nationalmannschaft auszutreten und wie durch ein Wunder verkürzte der DFB seine Sperre bis auf einen Tag vor dem Finale. Vielleicht lag das aber auch daran, dass der Verband inzwischen komplett andere Sorgen hatte. Denn Anfang 1971 erschütterte ein Beben den deutschen Fußball. Da war schon einer da mit 100 Mille. Mit 100 Mille war schon einer da. Der andere kommt noch. Der läuft eben eine Bude ein. Ich bin ja bei mir, der Telefon ist schon den ganzen Tag. Ich gehe ja nicht ran. Gehen Sie gar nicht ran. Geh gar nicht ran. Ich bin durch Zufall vorhin. Papa, Arbeitsgitter passiert doch keins. Sie haben doch gesehen, der Tasso Bild will das doch ausreizen. Sie waren doch etwas gestern verärgert. Sie wollten es doch nicht ausreizen. Ich habe es aus der Hand gegeben, weil ich gesehen Sie habe. Aber sagen Sie mal, mir kann doch eins jetzt passieren. Wenn ich am Freitag jemanden schicke mit einer Summe, die wird doch über 120 liegen und die Bielefelder hauen nochmal 50 drauf, da bin ich doch draußen. Nein, Sie sind nicht draußen. Aber ich glaube, ich werde doch bezahlen müssen, denn wenn ich denn das so will, sage ich bezahle nichts, dann schneide ich mir doch den Ast ab, auf dem ich sieg. Das glaube ich auch, ja. Ich muss doch bezahlen, das sehen Sie doch. Ja. Ja, und ich will ja auch dann. Das sind die Originalaufnahmen eines Telefonats zwischen Horst Gregorio Canellas, der mit der heiseren Stimme, und dem Verteidiger Bernd Patzke von Hertha BSC. Das ist der, der vor lauter Anrufen gar nicht mehr ans Telefon geht. Und das Wettbieten, das die beiden schildern, dreht sich nicht um irgendeine Antiquität, sondern um die Frage, wer am letzten Spieltag das Spiel zwischen Hertha und Bielefeld gewinnt und wer damit absteigen muss aus der Bundesliga. Im Endspurt der Saison 70-71 geht es für die Vereine Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt, Rot-Weiß Oberhausen und Kickers Offenbach um den Verbleib in der Liga. Canellas ist Präsident von den Kickers und derjenige, der mit seinen Tonbandaufnahmen das bizarre Wettbieten um den Ausgang von Ligaspielen aufdeckt. Wie in einem Groschenroman überboten sich die Vereine gegenseitig, schickten Mittelsmänner oder Ehefrauen zu Geldübergaben, der DFB brauchte Jahre, um den Betrug aufzuarbeiten. Auch Nationalspieler sind involviert. Die Strafen? Drastisch. Fast alle Spieler des FC Schalke 04 werden gesperrt. Die Nationalspieler Stanley Buda, Klaus Fichtel und Klaus Fischer zunächst lebenslang. Für einige Spieler ist es das Ende der Karriere. Andere wandern nach Südafrika aus und spielen dort weiter, weil das Land damals nicht mehr zur FIFA gehörte. Bis heute ist unklar, welche Vereine alle involviert waren und was eigentlich in den Jahren geschehen war, in denen kein Beteiligter ein Tonband mitlaufen ließ. Mehr als 50 Spieler, 2 Trainer und 6 Funktionäre wurden bestraft. Bielefeld und Offenbach verloren ihre Bundesliga-Lizenz. Die drastischsten Strafen wurden zwar bald verkürzt, was aber blieb, war der Glaubwürdigkeitsverlust bei den Fans. Die eh schon sinkenden Zuschauerzahlen gingen in den Keller. Ein Drama für die Vereine. Es gab damals noch keine zweite Liga. Aus der Bundesliga fielen die Vereine direkt in die Regionalliga. Gleichzeitig hatte der DFB mit seiner aus der Zeit gefallenen Gehaltsbeschränkung ungewollt Zusatzverdienste durch Spielbetrug attraktiv gemacht. Es ist keine Entschuldigung für das Verschieben der Spiele, erklärt aber, warum die Vereine in einem überhitzten Wettbieten immer größere Summen dafür bezahlten, in der Liga zu bleiben und weshalb die Spieler empfänglich für jede Form der Zusatzprämie waren. Was übrigens auch Lücken in den DFB-Statuten offenbarte. Auf Nachfrage von Canellas gab der DFB zu, dass Siegprämien für andere Vereine, die einen Abstiegskonkurrenten besiegen, zwar moralisch nicht sauber, aber nach den Regeln des DFB rechtlich möglich waren. Und schon saßen die Geldboten in Flugzeugen und Autos und rasten zu den entscheidenden Spielen im Abstiegskampf. Es gibt keinen direkten Bezug zum FC Bayern und Uli Hoeneß. Ich glaube aber, es ist wichtig zu wissen, in was für einer irren Zeit sich der deutsche Fußball befand, als die Münchner sich anschickten, ihn erstmals zu dominieren. Und ohne dass man es ihnen zum Vorwurf machen könnte, profitierten sowohl der FC Bayern als auch Uli Hoeneß vom Bundesliga-Skandal.
Zum einen öffnete sich die Tür für Uli Hoeneß in der Nationalmannschaft vielleicht noch ein bisschen schneller, als sie sonst aufgegangen wäre. Im Herbst 1971 wird er zum ersten Mal nominiert, im Frühjahr 72 ist es dann soweit. Gegen Ungarn darf Uli Hoeneß spielen, er und Paul Breitner erzielen beim 2:0-Sieg die Tore und werden von der Presse gefeiert. Sein Debüt kommt gerade noch rechtzeitig, um in der vielleicht spielstärksten deutschen Nationalmannschaft einen historischen Erfolg zu feiern. Erstmals besiegt eine deutsche Elf im Wembley-Stadion England, dann krönt sich Deutschland mit einem 3:0 zum Europameister. Und mittendrin Uli Hoeneß. 6 Bayern, 4 Mönchengladbacher, ein Schalker Spieler. Das ist die deutsche Kombination, das ist die Nationalmannschaft. Beckenbauer, von Netzer angespielt, in der eigenen deutschen Hälfte noch, zu Uli Hoeneß. Uli Hoeneß könnte abspielen, das tut er auch jetzt wieder zu Günter Netzer. Steht noch im Mittelkreis, jetzt kurbeln sie das Spiel wieder an, jetzt kreiseln sie. Zu Heinkes gespielt und ins Loch zu Wimmer, der schießt und der Ball ist im Tor. Reporter für die ARD ist Kurt Brumme. Was sich in der Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ausdrückt, ist auch in der Bundesliga zu beobachten. Der FC Bayern hat höchstens in Gladbach einen Gegner, der langfristig auf Augenhöhe spielt. Und auch die Borussia ist machtlos. Die Bayern schießen in der Saison 101 Tore. Gegen den BVB gibt es ein historisches 11:1. Gerd Müller stellt seinen Farberekord von 40 Ligatoren auf. Uli Hoeneß selbst macht 13 Tore und bereitet 16 vor. Ein von den Zahlen her besseres Stürmerduo als Hoeneß und Müller wird es erst über 45 Jahre später geben. Für die Experten unter euch, Krafitsch und Dzeko in der Saison 2008-2009. Und zum anderen passiert noch etwas Wichtiges in dieser Zeit. Das Olympiastadion wird eingeweiht. Als der FC Bayern mit einem 5:1 am letzten Spieltag zu Hause die Meisterschaft feiert, ist das nicht nur der erste Meistertitel für Hoeneß, sondern auch die erste Millioneneinnahme durch Zuschauer für den Verein. Übrigens war das Stadion noch gar nicht fertig und dem TSV 1860 München wurde untersagt, ein wichtiges Spiel dort auszutragen. Möglich machte das gewinnbringende Spiel der Einsatz von CSU-Finanzminister Ludwig Huber. Präsident Neudecker hatte die Bayern schlau vernetzt. Das Olympiastadion wird ab jetzt fester Anker des wirtschaftlichen Erfolgs der Bayern. Genau in der Zeit, in der sich andere Vereine aus Angst vor dem Fall in die Regionalliga hoch verschulden. Max, dann machst du den Uli-Podcast halt nicht. Der Satz, den Olli mir in der Kälte gesagt hat, halt noch lange in mir nach. Es würde viel Arbeit verloren gehen. Neben dem Recherchieren konnte ich mit einem erfahrenen Podcast-Team über das Format sprechen und mir Tipps holen. Es gibt eine grobe Struktur der Episoden und eine ellenlange Liste an möglichen Interviewpartnern. Sogar ein Termin steht schon im Kalender. Anfrage an UHA rausschicken. Aber der verschiebt sich. Rubens Auftraggeber weiß jetzt, um wen es im Podcast gehen soll. Und plötzlich meldet sich Ruben öfter. Wir müssen vom Gas gehen, sagt er. Ob es schlimm wäre, die Veröffentlichung zu verschieben. Und dann fragt er, ob wir uns nochmal zum Essen treffen können. Ich habe die Nachricht extra nochmal rausgesucht. Ich kann dir dann zumindest alles erklären. Unglaublich, was der Name Hoeneß in Bayern auslöst. Anfang Januar treffen wir uns. Unser erstes Gespräch mit der fixen Idee ist fast ein Jahr her. Es ist ein fieswindiger Tag. Beim Aussteigen muss ich die Autotür gegen den Wind aufdrücken und vor der schicken Glasfront des Restaurants heult der Wind wie in einem schlechten Film. Also, was löst denn jetzt der Name Uli Hoeneß in Bayern aus? Ich skippe mal zum für euch wichtigen Teil. Max, die machen einen Rückzieher. Die wollen das doch nicht machen. Zu heikel. Zu heikel? Pff. Erst bin ich sauer. Das ist echt so typisch Bayern. Wenn es um den FC Bayern geht, dann kennt hier immer jemand jemanden, der einen Freund, Geschäftspartner oder Bekannten in der Führungsriege der Bayern hat. Und alle wollen was vom FC Bayern. Geld, Bekanntheit, vielleicht manchmal auch nur Tickets zum Champions-League-Finale. Und eines kann sich fast niemand in einer wichtigeren Position in München erlauben, sich es mit den Bayern zu verscherzen. Denn auch der FC Bayern kennt ja immer jemanden, der jemanden kennt, der dir mit irgendetwas das Leben schwer machen könnte, wenn du die nervst. Ich kann das nicht beweisen. Ich beschreibe hier eher ein Gefühl, das ich in den Jahren als Journalist in München bekommen habe. Aber zumindest an meinem Fall bewahrheitet es sich jetzt. Und ich könnte im ersten Moment auf dem Weg zum Auto echt in den Wind brüllen vor Wut. Aber die legt sich dann überraschend schnell. Und dann fühle ich nichts. Und als ich mit Sturmfrisur und Wasser auf den Brillengläsern im vom Wind schunkelnden Auto sitze, bin ich dann doch irgendwie erleichtert. Gibt's halt keinen Uli-Podcast. Haben wir wohl beide Glück gehabt, der Uli und ich.
Auch Uli Hoeneß hätte am Anfang in München wohl manchmal gerne in den Wind gebrüllt. Zwar ist er im Jahr 1972 bei Bayern Stammspieler, deutscher Meister und Europameister, die Olympischen Spiele gehen aber gründlich in die Hose. Die Mannschaft der deutschen Amateure um Hoeneß und Spieler wie Egon Schmidt, Manny Keitz, Bernd Nickel und Klaus Wunder gewinnt zwar ihre 3 Vorrundenspiele mit 13:0 Toren, Hoeneß schießt davon aber kein einziges und ist so schlecht, dass er für ein Spiel auf der Bank sitzt. Vom Star der Mannschaft zum Nebendarsteller. Was für eine Demütigung. Die Zwischenrunde vor dem Finale verläuft dann sportlich blamabel und im historischen Kontext tragisch. Im vollbesetzten Olympiastadion verliert Deutschland gegen Ungarn mit 1:4. Die Stimmung ist gespenstisch. Am Tag davor war es zum Attentat auf das israelische Olympiateam gekommen. Die Partie findet im Anschluss an die Trauerfeier und den inzwischen zum Sprichwort gewordenen Satz »The games must go on« von IOC-Präsident Avery Brundage statt. Dass dann auch noch das erste Aufeinandertreffen zweier deutscher Mannschaften mit einem 3:2-Sieg für die DDR endet, fast schon egal. Da geht sie dahin, die Olympiamedaille für Uli Hoeneß. Diese Chance wird nicht wiederkommen. Und auch sein Ruf hat spürbar gelitten. Nach den Spielen sagt er: Ich weiß, ich habe als Fußballer einiges von meinem Image eingebüßt. Man hat einfach von mir zu viel erwartet. Olympia, das möchte ich sagen, war eine gute Lehre für mein zukünftiges Leben. Es liegt aber nicht nur an den Olympischen Spielen, dass sich das Image von Uli Hoeneß verändert. Auch Ottmar Hitzfeld äußert sich nach dem Turnier. Er wurde kurzfristig in den Kader berufen und hat mit 5 Treffern die Hoffnungen erfüllt, die Hoeneß enttäuscht hat. Er sagt nach dem Turnier über Hoeneß: Er ist mit dem Porsche rumgefahren, während wir im Mannschaftsbus saßen. Und ich erwähne dieses Zitat hier deshalb, weil es perfekt zum Eindruck passt, den die deutsche Öffentlichkeit im Jahr 1972 von Uli Hoeneß gewinnt. Da ist nicht nur der erfolgreiche und dynamische Fußballspieler, da ist auch jemand, der seinen finanziellen Wert kennt und ausreizt. Ihr erinnert euch ja sicher, Hoeneß musste bis zu den Olympischen Spielen Amateur bleiben, um teilnehmen zu können. Erst danach kann er seinen ersten Profivertrag unterschreiben. Er geht das folgendermaßen an. Als er mit seiner Forderung nach Garantien beim FC Bayern für die Zeit nach Olympia scheitert, droht er mit einem Wechsel als Amateur zu einem anderen Verein und setzt beim DFB durch, dass sich die Frist für solche Vertragsunterzeichnungen bis zum Ende des Jahres für ihn und alle anderen Amateure verschiebt. Sonst hätte er nämlich nach den Spielen nur noch den FC Bayern als Option gehabt. Dann sprießen die Gerüchte. Schon im Februar schildert der Kicker unter der Überschrift »Ausverkauf bei Bayern« die Wechselabsichten von Gerd Müller, Paul Breitner und eben Uli Hoeneß. Und da gibt es jetzt fast wöchentlich ein neues Update. Breitner sei schon zu 99% weg, Gerd Müller sich mit Feyenoord Rotterdam einig und Hoeneß? Der habe angeblich schon Werder Bremen zugesagt. Horst-Dieter Höttges hätte das beim Länderspiel in Ungarn klargemacht. Auch der VfB Stuttgart, die Offenbacher Kickers und Schalke 04 werden mit Hoeneß in Verbindung gebracht. Es gibt sogar das Gerücht, er habe sich bei Borussia Mönchengladbach selbst angeboten. Nacheinander platzt verschiedenen Leuten in Hoeneß Umgebung die Hutschnur. Sepp Maier und Franz Beckenbauer rüffeln ihn öffentlich, sogar sein Trainer für Olympia, Jupp Dahwal, spricht von der, Zitat, größten menschlichen Enttäuschung. Hat sich Uli Hoeneß verzockt? Im Fall seines Vertrags mit Bayern? Nein. Im Oktober 72 unterschreibt er endlich. Auch Breitner und Gerd Müller sind geblieben. Aber Präsident Neudecker musste in die Vollen gehen, um das zu ermöglichen. Er hat erfolgreich dafür lobbyiert, die Begrenzung der Ablösesummen aufzuheben und ein fixes Handgeld von 20% für die Spieler einzuführen. Dadurch konnte er die Preise so hochtreiben, dass keiner der Bundesligisten einen seiner Stars verpflichten konnte. Das fiel ihm allerdings schon in der nächsten Saison vor die Füße, als er mehr Geld als er wollte für Jupp Kapellmann vom 1. FC Köln berappen musste. Dumm gelaufen. Geld spielt eine immer wichtigere Rolle im Fußball. Doch es klaffen die Perspektiven auseinander. Was für die Spieler ein gutes Geschäft ist, führt die Vereine in immer höhere Verschuldung und sorgt bei den Fans für Ablehnung. Denn es wurde ja nicht nur im sportlichen Kontext mit den Scheinen um sich geschmissen, sondern wie ihr euch erinnert, auch beim Verschieben von Spielen. Das Bild einer raffgierigen Liga außer Kontrolle, Spieler wie Hoeneß und Breitner bedienten es mit ihrem Verhalten perfekt. Jetzt ging die Sache mit dem Vertrag für Uli Hoeneß ja aber gut aus, weil er das Glück hatte, in dem Verein zu spielen, bei dem sich das wirtschaftliche Blatt durch das Olympiastadion deutlich verbessert hat. In einer anderen Sache verhebt er sich aber übel. Ein bekannter und allseits beliebter Fußballnationalspieler wird im September heiraten. Wir sind beauftragt, Ihnen die Exklusivrechte für eine Reportage anzubieten. Wenn Sie interessiert sind, geben wir Einzelheiten bekannt. Für umgehende Nachricht wären wir dankbar. Gezeichnet Werbeagentur Manfred Kerler. Diese Nachricht landet im August 1973 in einigen Redaktionen.
Und wir alle wissen, denke ich, wer der allseits beliebte Fußballnationalspieler ist. Uli Hoeneß will um die 25.000 Mark und mehr mit den Rechten an seiner Hochzeit verdienen. Und was kommt am Ende dabei rum? Spott. Die Sport Illustrierte veröffentlicht eine Fotomontage der Hochzeit und rechnet genüsslich vor, dass dieses Bild nur 177 Mark und 30 Pfennige gekostet habe. 150 Mark für den Fotografen, 27 Mark 30 für die Fotomontage. Also 24.822 Mark und 70 Pfennige weniger, als Uli Hoeneß gerne dafür gehabt hätte. Autsch. Feier war dann aber wohl trotzdem ganz schön, mit Tölzer Knabenchor und Ehrengast Franz Josef Strauß, der zu spät durch die Sakristei in den laufenden Gottesdienst kam und als Erster gratuliert. Dass der in Bayern wie ein Halbgott verehrte Ministerpräsident auf der Trauung von Hoeneß auftaucht, vielleicht auch ein Hinweis darauf, wie ich zu meinem vorhin beschriebenen Gefühl komme, der FC Bayern hänge hier mit allem irgendwie zusammen. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Sportlichen. Bayern kann nach der Zaubermeisterschaft seinen hochtalentierten Kader also zusammenhalten und startet in eine Phase wilder Ergebnisse, aber auch großer Erfolge. In der Saison 72-73 verteidigt Bayern seinen Titel mit großem Vorsprung vor Köln. Weil man aber gegen Ajax im Europapokal ausscheidet, kündigt Präsident Neudecker Neuverpflichtungen an. Manche Dinge waren damals schon so wie heute. Als sie in der nächsten Spielzeit in der ersten Runde des Landesmeistercups fast gegen eine schwedische Mannschaft rausfliegen, kaufen sie denen den Torjäger weg. Kennt man auch irgendwoher. Insgesamt liegt der Fokus aber in diesem Jahr dann auch so sehr auf Europa, dass es in der Liga zu ein paar richtigen Freakspielen kommt. Gegen Schalke liegen die Bayern 1-4 zurück und spielen dann noch 5-5. In Köln verlieren sie 3-4, auf dem Betzenberg gegen Lautern führen sie 4-1 und verlieren dann noch 7-4. Gegen Dauerrivalen Gladbach gewinnen sie dafür mit 4-3. Die Bayern werden nochmal Meister, aber die Bundesliga ist ihnen schon zu wenig. Sie wollen auch die Besten in Europa sein. Der Landesmeistercup soll her. Und in dem macht Uli Hoeneß zwei der besten Spiele seiner Karriere. Im ersten spielt mal wieder die DDR eine Rolle, gegen die er schon bei den Olympischen Spielen eine Niederlage einstecken musste. Anruf bei Eduard Geier in Dresden. Ja, hallo? Der war damals mit Dynamo Gegenspieler von Uli Hoeneß. Damals war das schon was Besonderes. Es waren die ersten beiden deutschen Meister von Ost und West, die aufeinander getroffen sind in dem wichtigen Landesmeisterpokal, hieß es ja damals. Und ja, ich denke, das war auch großes Politikum. Zum Politikum wird das Rückspiel in Dresden auch deshalb, weil die Bayern im Hinspiel 3 Tore kassieren. Zwar gewinnen sie knapp mit 4-3, den Kickerbericht zum Spiel ziert aber dennoch die Überschrift Bayern wahrscheinlich draußen. Und dann das Rückspiel. Schiedsrichter ist Herr Wurz aus Straßburg, ein Franzose also. Wir kannten zwar dann auch, wurden ja immer die Stärken und die Schwächen benannt und die Taktik und so weiter, da wurde sich ja auch ordentlich vorbereitet, aber von Uli Hoeneß wusste man ja nur, er war noch sehr jung, war vielleicht sogar zur damaligen Zeit mit einer der schnellsten Spieler, ne, der es so in Europa mitgab, ne. Und das war eben seine große Waffe. Ich habe auch gegen Hoeneß in München gespielt, da war er eigentlich nie so in Erscheinung getreten. Aber hier in Dresden war es so, ich weiß auch nicht warum, aber wir haben von der ersten Minute haben wir gespielt, als müsste man 5-0 aufholen. Ne? Und da sind wir natürlich ein paar Mal ins Messer gerannt und dann stand es plötzlich 2-0 gegen uns. Chance jetzt für Hoeneß. Das Tor ist leer. Was wird Hoeneß machen? 1-0 für den FC Bayern. Eine großartige Leistung bei diesem Konterzug. Wieder ist Hoeneß ganz allein. Wieder getroffen. 2-0 für den FC Bayern. Wer hätte das gedacht? Dann stand es 3-2 für uns. Dann wären wir ja mit dem 3-2 weitergekommen. Und wir hatten sogar die Chance zum 4-2. Aber die Bayern sind eben weitergekommen. Weil der kleine dicke Müller dann noch das 3-3 gemacht hat hier in Dresden. Hoeneß. Immer noch Hoeneß. Müller, hauteng bewacht. Möglichkeit für Hoffmann. Müller. Und 3-3. 3-3 durch Müller. Meine Damen und Herren, auch wenn Sie kein Verhältnis zum Fußball haben, dieser Spielverlauf ist sensationell, ist packend. Die westdeutsche Presse jubelt und Uli Hoeneß wird auf Händen getragen. Hoeneß ist der Superstar, heißt es nach dem Spiel. Und mal wieder zeigt sich seine Stärke, die Geschwindigkeit. Ich war bestimmt auch nicht der langsamste Spieler, aber der Uli Hoeneß war natürlich, was die Antrittsschnelligkeit betrifft und so weiter, da war er natürlich schon ein besonderer Spieler. Uli Hoeneß ist nicht mehr nur irgendein Bayern-Spieler, er kann den Unterschied machen. Und der Europapokal wird immer mehr zu seiner Bühne.
Über die dankbaren Gegner ZSKA Sofia und den ungarischen Újpest FC schafft er mit dem FC Bayern diesmal endlich den Finaleinzug. Einen Schritt braucht es noch für Uli Hoeneß, um auch auf Vereinsebene zur besten Mannschaft Europas zu gehören. Und die Voraussetzungen sind wie gemalt für ihn. In Brüssel geht es gegen Atletico Madrid. Gegenspieler für den pfeilschnellen Hoeneß ist der 34 Jahre alte Adelado. Anpfiff zum Finale und es läuft so gar nicht. Hoeneß entkommt seinem Bewacher nicht. Mit 0:0 geht es in die Verlängerung. In der geht Atletico sogar in Führung. Erst in der allerletzten Minute rettet Katze Schwarzenbeck die Bayern mit einem Verzweiflungsschuss zum 1:1. Was damals heißt, Wiederholungsspiel. Uli Hoeneß und die Bayern haben enttäuscht. Aber sie waren nochmal davongekommen. Ein klarer Vorteil für Bayern, sagt Bulle Roth. Wir wussten eigentlich dann, zweites Spiel, das spricht für uns. Weil die waren so deprimiert. Die haben ja die Einrichtung in dem, im Heißelstadion da, die Haken, wo man die Kleider hinhängt, von der Wand gerissen, die Bänke zertrümmert. In der Kabine? Ja. Die waren aufgelöst. Mitspieler Jupp Kapellmann sah im Rückspiel übrigens noch einen anderen Vorteil. In einem Interview mit Elf Freunde vermutet er, die Madrilenen seien im ersten Spiel gedopt gewesen und ihre Körper mussten das noch einige Tage verarbeiten. Bulle Roth hat da eine andere Theorie. Es gab damals wirklich keine Kontrolle, aber es ist eine sehr waghalsige Aussage, würde ich jetzt mal sagen. Ich sage eher, die Psyche war wichtig, weil die waren Europapokalsieger. Die haben sich ja schon feiert, die haben nur noch gewartet, bis der Schiedsrichter abpfeift und dann jubeln wir und halten den Pott in die Höhe. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Psyche war kaputt bei denen. Psyche oder Dopingkater? Im zweiten Spiel hat Atletico keine Chance gegen die Bayern. Und auch Uli Hoeneß spielt wie entfesselt. Beim 4:0 schießt er zwei wunderbare Tore. Und jetzt Hoeneß, fast freie Bahn. Er muss allein gehen, es kommt niemand mit. Jetzt Uli, Tor! Das zweite Finale gegen Atletico, es wird das Spiel, das sich Uli Hoeneß immer wieder in der Aufzeichnung ansieht, wenn er sich schlecht fühlt. Berühmt wurde auch, wie Oskar Klose in seiner Übertragung für die ARD den zweiten Treffer von Hoeneß kommentiert. Hoeneß! Ein Mann noch, einer ist bei ihm, an dem muss er noch vorüber. Der zweite kommt, jetzt legen sie ihn um. Nein, er macht sie alle fertig. Oh. Na, was für eine Leistung. Hier haben wir es nochmal. Ich glaube, das werden die Fußballfreunde in Deutschland gar nicht oft genug sehen können. Jetzt hat er den Nerv, erstmal den ersten auszutricksen. Und jetzt kommt Eusebio, da ist er. Will heran, versucht alles, stolpert. Reina geschlagen und Hoeneß vollendet meisterlich. 4:0. Ich habe auch noch mit einem anderen Bayern-Spieler gesprochen, der beim Finale in Brüssel mit dabei war und Hoeneß über 10 Jahre als Spieler und später Manager erlebt hat, Bernd Dürnberger. So beschreibt er die Leistung von Uli Hoeneß im Finale. Der Uli war sicherlich topfit, dann war er sehr schnell. Er war nicht unbedingt der größte Techniker, aber war halt unheimlich geradlinig, hat unheimlichen Zug zum Tor gehabt und war halt auch sehr torgefährlich. Beim zweiten Spiel haben wir ja dann gesehen, da war der FC Bayern überragend und natürlich hat der Uli zwei wunderschöne Tore gemacht, der da mit einem großen Beitrag geleistet hat, dass der FC Bayern dann den ersten Erfolg geholt hat. Und danach wurde so richtig heftig gefeiert. Oder, Herr Dürnberger? Es war nicht, sage ich mal, so, wie es jetzt wahrscheinlich ist, weil es waren dann doch mehrere Gruppen, die mit Bekannten oder Verwandten oder auch weggegangen sind. Und irgendwann hat man sie aber dann gegen morgens schon wieder im Hotel getroffen. Weil Das war ja dann bald Abfahrt nach Gladbach. Ja, man musste ja nach Gladbach kommen. Das wäre sonst schlecht gewesen. Was in Gladbach war, fragt ihr? Das letzte Spiel der Bundesliga-Saison. Die Bayern waren schon Meister und haben 0:5 verloren. Nur Wasser werden sie also beim Weggehen in Krüppchen nicht getrunken haben. Uli Hoeneß ist jetzt also auch frisch gebackener Europapokalsieger. Und ein Ereignis, von dem jeder Fußballer träumt, wartet ja noch auf ihn. Die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Und er ist so dermaßen bereit dafür. In einem Belastungstest vor der WM hat Hoeneß einen Puls von 190. Detmar Kramer, damals Assistent vom Bundestrainer Helmut Schön, sagt voraus, Hoeneß werde der Star des Turniers. Doch schon im ersten Spiel tut sich Uli Hoeneß wie die gesamte Mannschaft schwer, was ihm einen Spitzenkommentar von Franz Beckenbauer einbringt. So ein Lob, wie es Detmar Kramer verteilte, kann eben nicht jeder vertragen. Ja gut,
Im zweiten Spiel gegen Australien gewinnt Deutschland zwar deutlich, aber Hoeneß vergibt einige große Chancen. Noch schlimmer kommt es dann einige Tage später im prestigeträchtigen Duell mit der DDR. Reporter fürs Ostdeutsche Fernsehen ist Heinz-Florian Oertel. So, und jetzt läuft das Spiel, liebe Zuschauer. Kopf hier weit bei Hoeneß. Treue. Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Mit dem Wissen von heute blickt man entspannt auf diese Niederlage. Aber damals verzweifeln die Sportjournalisten. Das hier ist der erste Absatz aus dem Spielbericht im Kicker. Jetzt sind unsere Chancen, Weltmeister zu werden, nicht viel größer als die von Uruguay. Denn viel mehr als die bislang größte Enttäuschung dieser WM, eben die Urus, brachten Schöns Schützlinge des Gegners Tor auch nicht in Gefahr. Das Stenogramm unseres Spiels gegen die DDR ist etwa so spannend wie die Lektüre eines Telefonbuchs. Monotonie bei allen Angriffen. Und die Leistung von Hoeneß? Lief sich in der ersten Halbzeit halb tot und war vom Pech verfolgt. Nach der Halbzeit musste man Hoeneß auf dem Spielfeld suchen. Er war mausetot und nicht mehr zu sehen. Das ist seine Einzelkritik. In der Folge sitzt Hoeneß zum ersten Mal bei einem WM-Spiel auf der Bank. Aber nach seiner Einwechslung gegen Jugoslawien und auch in der nächsten Partie gegen Schweden spielt er besser und trifft auch per Elfmeter zum 4:2. Einen Schritt vor dem Finale wartet mit Polen die eigentliche Überraschung der WM. Polen spielt herausragenden Offensivfußball, schießt die meisten Tore und stellt letztlich den WM-Top-Torschützen. Das Spiel findet aber nicht unter regulären Bedingungen statt, was vermutlich Deutschland mehr nutzt als seinem Gegner. Ein Wolkenbruch kurz vor Spielbeginn verzögert den Anpfiff und bringt den Platz an den Rand der Unbespielbarkeit. Dass es zum Finaleinzug reicht, verdanken die deutschen Torhüter Meier und Stürmer Müller. Der eine pariert eine Menge Chancen, der andere trifft zum 1:0-Sieg. Und wisst ihr, wem vermutlich bei Müllers Tor der größte Stein vom Herzen gefallen ist? Uli Hoeneß. Der hatte nämlich einen Elfmeter verschossen. Stellt euch mal vor, Deutschland scheidet bei der WM im eigenen Land aus, weil Hoeneß einen Elfer verschießt. Dagegen ist ein anderer verschossener Strafstoß, über den wir noch sprechen werden, echt Pipifax. Aber es ist ja nochmal gut gegangen, so wie irgendwie alles gut geht zu diesem Zeitpunkt in der Karriere von Uli Hoeneß. Und das, obwohl er seinen eigenen Erfolg und den der Mannschaft riskiert. In der Nacht vor dem WM-Finale hat er hohes Fieber, wechselt mehrfach den Schlafanzug und wendet seine Matratze, damit es keiner bemerkt. Er will unbedingt spielen. Ich kann mich an das Endspiel noch erinnern, 1974, wo er ja mit Fieber ins Spiel ging, was ja eigentlich nicht das Fairste war. Das ist aber so ein typischer Hoeneß gewesen. Sein Ehrgeiz, der war, ist halt nicht zu zügeln. Knisternde Spannung, das Spiel ist eröffnet. Und dann ist da noch eine Sache, die nicht zu zügeln ist. Der Torhunger von Johan Cruyff, dem unumstrittenen Star der Niederländer. Das Finale läuft erst eine Minute, es hat noch kein Deutscher den Ball berührt. Da geht Cruyff ins Dribbling, verzögert kurz gegen seinen Bewacher Vogts, geht an ihm vorbei, von links grätscht verzweifelt ein Spieler dazwischen, viel zu spät, ein Pfiff, eine Entscheidung. Elfmeter. Verursacht vom fiebrigen Hoeneß. Rudi Michel begleitet diesen Auftakt für die ARD so. Cruyff gegen Vogts. Cruyff am Ball und Freistoß oder Elfmeter. Jawohl. Es war innerhalb des Strafraums dieses Vergehen. Nach einer Minute, nach 60 Sekunden, Strafstoßentscheidung für die Niederlande. Und Neeskens, der schon zwei Elfmeter für seine Mannschaft in diesem Turnier verwandelt hat, läuft an. Nichts zu machen, Grömeyer. Ich habe es gar nicht fassen können, weil das ist ja so schnell gegangen. Wir sind dann gar nicht richtig gesetzt auf der Gegentribüne. Und der erste Angriff und Elfmeter. Wir waren richtig geschockt, muss ich sagen. Ja, Mannschaftskamerad Bernd Dürnberger sitzt auch im Münchner Olympiastadion und muss das Foul von Hoeneß und den Rückstand genauso verdauen wie die 75.000 um ihn herum. Aber macht euch mal keine Sorgen, Deutschland gewinnt das noch. Zwei der anderen Bayern-Spieler rücken den Fehler von Hoeneß gerade. Breitner ist mitgegangen. Elfmeter! Schauen Sie hin, meine Damen und Herren. Breitner, die Nerven hat, diese Aufgabe zu übernehmen beim Stande von 0:1. In der 24. Minute müssen wir das auch können. Tor! Müller und 2:1!
Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Uli Hoeneß ist jetzt 22 Jahre alt und er hat jeden Titel gewonnen, den man als Fußballspieler holen möchte. DFB-Pokal, Meisterschaft, Europapokal, Europameister, Weltmeister. Krass. Als ich vom Treffen mit Ruben zu Hause ankomme, gehe ich automatisch als erstes ins Büro, da verbringe ich eh die meiste Zeit. Auf dem Boden steht die Hoeneß-Box mit den gelesenen Büchern und schaut mich fragend an. Der Schreibtisch sieht aus wie immer in den letzten Wochen. Podcast-Equipment, Maus und Tastatur stehen an ihrem festen Platz, umgeben von einem Meer an Notizzetteln, ungelesenen Hoeneß-Büchern und der viel zu kleinen ausgedruckten Übersicht aller Episoden. Ich packe den Kram weg, alles rein in die Box. Aber die ist gleich voll. Entweder schmeiße ich alles weg oder ich muss wenigstens die Zettel grob sortieren. Na gut. Wie es dann manchmal beim Aufräumen so geht, ich starte schnell und werde genauso schnell immer langsamer, weil ich mich in den Zetteln verliere. Statt nur kurz draufzuschauen, vertiefe ich mich in alte Episodenbeschreibungen, in meine Liste potenzieller Interviewpartner, in ein waghalsiges Diagramm aller Bayern-Trainer der Ära Hoeneß, die ich irgendwann mal nach den Kategorien Innovation und Ego in der Öffentlichkeit eingeordnet hatte, weil ich dachte, da ein einfaches Muster aufdecken zu können. Ging übrigens nicht, ist dann doch nicht so einfach. Aber wie dem auch sei, ich habe zwar gute Laune, weil der Druck des Projekts weg ist, aber ein bisschen sticht es mich schon. Da steckt jetzt schon so viel Arbeit drin. Alles für nichts? Nur weil jemand anderes einen Rückzieher macht? Wobei, stimmt ja nicht ganz, mir ging ja auch die Düse. Die ersten Versionen der Interviewanfrage hatte ich ja schon vorformuliert, weil ich nicht schlafen konnte. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ein paar Tage später erzähle ich Olli davon, dass die Sache gecancelt ist. Er nickt. Und? Jetzt? Wie geht's dir damit? Tja, keine Ahnung. Auf Facebook wäre der Beziehungsstatus zwischen mir und dem Uli-Projekt, es ist kompliziert. Der Beziehungsstatus zwischen dem Deutschen und dem Weltfußball ist dafür in den 70ern blendend. Kategorie Flitterwochen. Der deutsche Fußball war nie so erfolgreich wie in diesen Jahren. Die Nationalmannschaft gewinnt beide Turniere, der FC Bayern dominiert die Liga und holt dann endlich auch den ersehnten internationalen Titel. Und mittendrin läuft sich Uli Hoeneß die Lunge aus dem Leib. Der steile Anstieg seiner Karriere ist einzigartig, höchstens mit Paul Breitner zu vergleichen. Kein Beckenbauer, kein Gerd Müller, kein Uwe Seeler, kein Fritz Walter haben in ihren ersten Jahren im Fußball einen solchen Erfolg gehabt. Von den Weltmeistern von 1974 sind Hoeneß und Breitner zusammen mit Rainer Bonhof von Borussia Mönchengladbach die Küken. Sie sind die einzigen Spieler, die erst in den 50ern geboren wurden. Natürlich hat Uli Hoeneß das Glück, gemeinsam mit einem Trainer, der ihn fördert, bei dem Verein gelandet zu sein, der neben Mönchengladbach die beste Zukunft vor sich hat. Dass er sich dort aber bis zur Unverzichtbarkeit durchsetzt, hat meiner Meinung nach nicht allein mit seiner Physis und dem viel zitierten Ehrgeiz zu tun. Als Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff spielt er nicht nur mehrere Positionen in seinen Mannschaften, zwischendurch ist er bei Bayern auch mal Außenverteidiger, sondern er kann sie auch anders interpretieren. Die Gegner spielen mit Manndeckung und Libero, wenn der FC Bayern kommt, in der Regel sehr tiefstehend. Und da braucht es genau das, was Uli Hoeneß bieten kann. Schnelle Antritte, Sprints in die Lücken der Verteidigung und eine hohe Ausdauer, um den direkten Gegenspieler müde zu laufen. Nach dem Spielertyp Uli Hoeneß habe ich in meinen Gesprächen zu diesem Podcast fast jeden Gast befragt. Und alle, die ihn live haben spielen sehen, sagen über ihn ähnliche Dinge. Es gibt keinen zweiten Uli Hoeneß. Der hat seine Eigenschaft gehabt, die Schnelligkeit, den Zug zum Tor. Das war einer der schnellsten, einer der konditionell besten Spieler in der Bundesliga. Er war ein sehr athletischer, schneller, geradliniger Spieler, der mit vielen Soli-Spielen eine Wende geben konnte oder die Mannschaft auch mitreißen konnte, nach vorne ziehen konnte und war oft wirklich ein Spielentscheider, der Verantwortung übernommen hat. Er war meines Erachtens ein laufstarker Spieler, der keine feste Position hat, sondern ähnlich wie heute der Müller beim FC Bayern, so eine Rolle gespielt hat. Seine Stärke war die Schnelligkeit. Ja, so ist er empfunden worden als sehr, sehr belebend. Da kommt was ganz Neues. Also diesen Typ Spieler, den gab es zuvor eigentlich nicht. Also einen, dem er über diese Dynamik wahrgenommen hat.
Ich habe dann auch mal später noch so Filmszenen gesehen aus seinem letzten halben Jahr beim 1. FC Nürnberg. Und da fiel mir eigentlich auf, dass er am Ball ja auch gar nicht so schlecht war. Also er hat da unglaublich viele so Tricksereien versucht, Übersteiger und so kleine Finessen. Also ich glaube, es gab neben diesem Tempo schon auch die andere Seite, dass er schon ein sehr guter Fußballer auch war. Uli Hoeneß hat es geschafft. Er ist im besten Alter. Mit 22 kannst du noch 10, 12 Jahre spielen. Sein Trophäenschrank ist aber jetzt schon voll. Als Weltmeister stehen ihm alle Türen offen. Was er aber noch nicht weiß, besser wird's nicht mehr werden. Seine Zeit als Fußballer ist schon zur Hälfte vorbei. Und mit dem FC Bayern wird er bald sogar gegen den Abstieg spielen. Aber das erzähle ich euch das nächste Mal bei Elf Leben. Und auch wie wir uns dann doch noch zusammengerauft haben, das Uli-Projekt und ich, trotz der kurzzeitigen Trennung. Elf Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den Wakewood Studios in München. Ausputzer unseres Teams ist Stefan Rommel. Weitere Mitarbeit von Nora Hespers, Jan Söhm von der Audio Alliance, Burkhard Feige, Elena Lorscheid, Sven Rühlicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Manuel Kostrinski hat unser schickes Logo gepinselt. Neben mir durftet ihr auch Inken Vried als Sprecherin in dieser Folge lauschen. Habt ihr Feedback zu dieser Episode? Wir freuen uns, von euch zu hören. Entweder via soziale Netzwerke oder direkt per Mail an elfleben@audionow.de. Alle Informationen zum Projekt findet ihr auf unserer Homepage elfleben.de. Dort findet ihr auch jetzt schon die nächste Folge, genau wie in der kostenlosen App von Audio Now. Auf allen anderen Plattformen erscheint Folge 3 am nächsten Mittwoch. Vielen Dank an Bulle Roth, Bernd Dürnberger, Eduard Geier und Peter Bietzer für die Interviews zu dieser Folge. Mein Name ist Max Jakob Ost und in der nächsten Folge hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dann!